Hallo Leute, willkommen bei uns beim Würfelorden. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, die neuen Ritter von Dol Amroth sind draußen. Mega coole Modelle, wer es noch nicht gesehen hat, jetzt bei Forge World auch zum Sehen. Und wie wir das gepostet haben, ist aber gleich eine Anfrage reingekommen. Und zwar, ob ich nicht wieder was in der Alternativmodellecke machen kann für eben die Ritter von Dol Amroth. Hier liebe Grüße an den Tim Eberhard, der was mich da gefragt hat, ob ich da nicht was machen kann. Ich lasse sowas ungern offen stehen. Entsprechend gibt es heute gleich mal eine Alternativmodellecke zum Thema Dol Amroth. Wobei, hier muss ich gleich mal sagen, ich finde sowas extrem schwierig. Alternativmodelle zu suchen für Modelle, die was keine Uniform haben, sind wesentlich einfacher. Das heißt, ein Drache, ein Ork, die schauen alle ein bisschen anders aus, da ist es wesentlich leichter, was Passendes zu finden. Bei den Rittern von Dol Amroth war das wesentlich schwieriger. Ich habe auch Alternativmodelle gefunden, die zeige ich euch ganz am Schluss. Allerdings wollte ich euch was anderes zeigen, und zwar habe ich ausnahmsweise mal keine klassische Alternativmodellecke, sondern einen Umbau. Ich habe auch einen Umbau gemacht. Wie das Ganze funktioniert hat, zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich aus einem Krieger von Minas Tirith einen Ritter von Dol Amroth gebaut. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, da ein paar coole Umbauten, und habe mir gedacht, ja, das sollte ich auch hinkriegen. Habe ein bisschen gebastelt, habe ein paar Bits verwendet und habe ein sehr schönes Ergebnis rausbekommen, wie ich meine. Entsprechend bitte schaut es euch an, sagt mir, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns nach dem Ganzen gleich wieder. Das ist mal die Grundlage meines Umbaus. Mit der Figur fange ich an. Schauen wir uns mal an, was ein Ritter von Dol Amroth eigentlich ausmacht. Das sind der Helm, der Schild und die Verzierungen auf dem Rock. Wir beginnen mit dem Schild. Dafür habe ich eine Form aus Bluestoff gemacht. Das war relativ leicht. Einfach erhitzen und dann an ein Dol Amroth Schild festmachen. Ich habe dann aus Milliput einfach die Form gefüllt. Wichtig dabei, die Form vorher ordentlich nass machen, dass das Milliput dann nicht kleben bleibt nachher, wenn wir das Ganze aus der Form lösen wollen. Das Ganze lässt man etwa einen Tag trocknen, und dann kann man eigentlich auch schon die überstehenden Reste von dem Ganzen entfernen. Und wie man da schon relativ schön sehen kann, die Details vom Schild sind wirklich sehr schön auf die Modelliermasse übergegangen. Noch ein paar kleine Schnibbler und schon ist das fertige Dol Amroth Schild auch schon erledigt. Das werden wir jetzt dann gleich an die Figur kleben, hier nochmal zu sehen. Und zwar dafür habe ich mir die Figur geschnappt und habe das Schild einmal grob mit dem Skalpell entfernt. Das war ist wirklich keine Meisterleistung, ein bisschen schwierig war gleichzeitig die Kamera irgendwie festzumachen und das Schild auch abzutrennen. Also hier habe ich einige Versuche gebraucht, bis ich das irgendwie hingekriegt habe. Deswegen ist auch der Krieger leider nicht permanent im Bild, bitte. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Ja, ich habe auch schon auf dem Brustpanzer statt dem typischen Minas Tirith Baum, das werden wir nachher gleich nochmal sehen, den habe ich entfernt und dafür Brustplatten auf die Brust gemacht, modelliert. Ebenfalls einfach mit Milliput, ist keine sonderliche Hexerei, einfach drauf festgemacht und dann alles, was zu viel war, habe ich nachträglich wieder weggeschnitten. Das Schild sollte jetzt wirklich schauen, dass das einigermaßen vollständig weg ist. Das ist natürlich von der Pose her ein bisschen schwieriger. Der Vorteil ist natürlich, es kommt nachher ein neues Schild drüber, daher absolut nicht schwierig. So wird es dann ungefähr ausschauen. Wir kleben das Ganze dann auch gleich fest. Nächstes geht es mit dem Helm und den Verzierungen weiter. Ich habe als erstes eigentlich versucht, mit Bluestuff ebenfalls hier eine Form zu machen und das mit Milliput zu füllen. Wie man sehen kann, sind leider die Details nicht so schön aus Material übergegangen. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich da was anderes machen. Und zwar habe ich meine Hochelfen-Bits von Warhammer ausgekramt und habe davon zwei Schildverzierungen genommen, die was schon eigentlich tolle Flügel darstellen.
Das kleinere von beiden, wie man sehen kann, passt eigentlich relativ gut von der Größe her. Und das werde ich gleich am Kopf festmachen. Das heißt, einfach mal die Flügelchen hier abgeschnippelt. Das ist wirklich keine Hexerei. Mit Bits, muss ich sagen, arbeite ich eigentlich am liebsten, weil die haben schon genau die Details, die ich haben möchte. Gut, dann schauen wir das Ganze mal an, wie das dran passt. Wie man sehen kann, ist das von der Größe her echt nicht schlecht, muss man sagen. Damit die Flügel jetzt am Helm halten, werde ich da einfach ein bisschen was wegschneiden, dass ich einen geraden Untergrund habe, dass der Plastikkleber auch perfekt hier sich dran schmelzen kann. Wie man sehen kann, das passt eigentlich auch ganz gut. Mir gefällt echt der Größenvergleich toll, für das, dass man eigentlich überlegt, dass Warhammer Fantasy Bits sind und die ja im Normalfall eigentlich viel zu groß sind. Aber nachdem das eigentlich Dekorationsbits sind, macht das schon durchaus was her. Jo, wieder mal zusammengebracht, dass die Kamera nicht den Krieger filmt. Multitalent Michi. Nachdem man jetzt auf den nächsten Bildern nicht so toll sieht, was ich eigentlich mache, mache ich hier einen kurzen Cut rein. So, jetzt bin ich eigentlich fast mit der Bit-Schnippelei fertig. Noch ein paar Kleinigkeiten. Und so schaut der Gute jetzt aus. Das heißt, wir haben die Helmdetails, wir haben die Details am Rock, wir haben ein bisschen Brustplatten, um sie von den normalen Gondor zu unterscheiden. Und wir haben den Schild. Das Ganze mal schwarz grundiert, finde ich, macht schon einiges her. Und jetzt für euch das Ganze nochmal in Farbe. Und ich würde sagen, so in der Form kann man den schon durchaus als Ritter von Minas Tirith, als Ritter von Dol Amroth auf dem Feld durchgehen lassen. Alle Details sind drauf. Man könnte das Ganze natürlich mit der Farbe noch ein bisschen ändern. Ich finde einfach dieses Blau-Silber sehr schön. Deswegen habe ich geschaut, dass ich es wirklich auf das belasse. Hier nochmal ein paar Vergleichsbilder mit einem normalen Krieger von Minas Tirith. Und zu guter Letzt der Vergleich mit einem von Rohlis Rittern von Dol Amroth. Und ich glaube, den Vergleich kann man sich sehen lassen. Das wäre es gewesen. Das war mein Umbau zu Dol Amroth. Ich hoffe, er hat euch einigermaßen gefallen. Ich finde mega toll, weil günstig Krieger von Minas Tirith sind immer einfach zu kriegen in der Handelsgruppe. Oder auch noch immer so gut zu kaufen. Dann hat nicht die Zeit braucht, ich glaube in 2 Stunden sowas, wenn man die Trockenzeiten von Greenstuff und dergleichen weglässt, 2 Stunden war das Ding fertig und bemalt auch gleich. Also wirklich toll. Zu guter Letzt möchte ich euch noch wirklich Alt- und Tiefmodelle vorstellen und zwar vom Klaus-Peter Schöne. Viel Spaß, sagt mal was zu denen sagt. Mit dem verabschiede ich mich auch gleich von dem Ganzen und wünsche euch ganz viel Spaß bei den tollen Bildern, die jetzt noch folgen. Gut, und zwar geht es bei den Bildern um Miniaturen von Perry Miniatures. Ich habe euch da eine kleine Sammlung unten in den Links zusammengestellt. Genau die werden jetzt auch von Klaus verkauft. Also wem sie gefallen, schlagt zu, in der Handelsgruppe findet sie die im Moment. Sind ja eben auch wirklich schöne Figuren. Leicht umgebaut, teilweise mit ein paar Dol Amroth Sachen, aber so definitiv als Lehen spielbar. In diesem Sinne will ich mich nochmal beim Klaus bedanken für die schönen Fotos. Wer die haben will, unbedingt beim Klaus melden, die sind echt toll. Zu guter Letzt noch zu erwähnen, ich habe euch ein paar Affiliate-Links von Amazon unten reingestellt für Green Stuff und Blue Stuff. Wer uns unterstützen will, kann über diese Links bestellen. Und wir bekommen, ohne dass ihr eigentlich mehr dafür bezahlt, eine kleine Provision.
die wir dann auch wieder in Sachen für unsere Videos stecken, damit wir noch mehr und noch bessere Videos für euch online stellen können. Damit bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Würfelorden.